Hallo und herzlich willkommen zum Skispringen. Mir ist gerade aufgefallen, jetzt so Freitag, jo, kurz nach eins, also ist quasi schon Samstag, kurz nach eins, ist mir gerade so aufgefallen, jo, ich habe überhaupt nichts mehr vom Morgen außer Stardew Valley. Deswegen machen wir jetzt wieder mal eine schöne Nachtaufnahme und die sind ja immer ganz besonders schön, weil ich dann leise reden muss. Da klingt die Stimme etwas angenehmer und wir haben verdammt viel Rückenwind, sind beim Nationencup und ich bin scheißmüde und ich habe keine Ahnung, wie das jetzt wird. Aber immerhin gibt es da morgen was zum Schauen. Wir machen mal ein bisschen Probedurchgang, würde ich sagen, damit ich nicht ganz abkacke. Uiuiui, also richtig böser Rückenwind. Keine einfachen Bedingungen. Also es wird mir auch nicht unbedingt einfach gemacht. 95,5 Meter, gute Haltungsnoten. Finde ich, war ein guter Sprung. 84,4 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hätten holen müssen, um da in Führung zu gehen. Also Nationencup in Oberstdorf findet jetzt statt. Oh, reicht sogar für die Führung vor Sigurd Pettersen und vor einigen anderen guten Springern. Unseren guten Freunden. So, noch Yaki Kasaya. Also wie gesagt, ich bin todmüde. Bin gespannt, wie das jetzt wird. Morgen kann ich mich wahrscheinlich an nichts mehr erinnern. Muss die Folge auch gleich noch bearbeiten. Und dann geht es tatsächlich ins Bett, damit ich morgen dann auch Frühschicht arbeiten kann. Naja, die Sprünge waren jetzt. Es ist jetzt erstmal so ein bisschen zum Warmwerden, damit ihr ungefähr wisst, dass ich die nächsten Sprünge alle total verkacken werde. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Seid ihr ja schon gewöhnt. Wobei wir jetzt ja tatsächlich mal unseren ersten Sieg gefeiert haben. Sensationellerweise. Und meine Stimme ist ein bisschen kratzig. So, joa, machen wir, oder? Warum nicht? Schaden kann's nix. Das Windkondom bläst von hinten. Und ich glaube, dieser Satz, allein für diesen Satz müsste man eigentlich schon den Grimme-Preis bekommen. Der sieht gut aus. Also da war er aber eigentlich schon gelandet und quasi noch nicht gelandet. 85,3, ja. Also ich finde, mit den Sprüngen kann man gut leben. Stefan Kraft. Durchaus. So, mal schauen und es reicht. Keine Ahnung zu welchen Platzierungen, aber wir waren, glaube ich, besser als die Konkurrenz. Wenn ich mir das hier so anschaue. Aber war nur der Probedurchgang jetzt 95 Punkte. Also direkt mal 10 Punkte müssten wir oben drauflegen. Aber wir haben natürlich auch eine Luke mehr Anlauf. Und jetzt natürlich volle Konzentration. Peter Preotz für Slowenien. Ja, bis auf die Landung war der richtig gut. Wieder Seitenwindbedingungen. Absprung war nicht gut, aber 101,3 Punkte. Wow. Da ist also noch deutlich mehr drin. Wir haben wahrscheinlich wieder Siegchancen hier beim Nationencup. Bringt uns natürlich für den Weltcup einen feuchten. Ja, aber sowas von feucht. Da hinten das schöne Dorf mit einer Kirsch. Sogar keine Straßen, aber Häuser. Ist auch vollkommen überbewertet, immer diese Straßen. Haben eh alle Geländewagen. Ja, der war auch nicht schlecht. Die Landung müsste etwas besser gewesen sein. Jawohl, 20er Noten, 102,8 Punkte. Also läuft doch hier. Wie gesagt, Nachtaufnahmen sind immer, das hat was. Also ich erinnere mich noch an eine schöne Radsportmanager-Aufnahme, wo ich leicht ausgerastet bin. Es ist sehr entspannt, muss man sagen. Und wir führen weiterhin relativ deutlich. Jetzt kommt noch der kräftige Stefan. Uiui, also das Windkondom peitscht aber richtig von hinten. Alter Schwede. Mir fallen da noch sehr, sehr viele Sprüche zum Windkondom ein. Ne, da war etwas kürzer. Da habe ich mir gedacht, ich setze trotzdem mal eine Landung. Boah, Haltungsnoten sind super. Aber das rettet ihn auch, weil ansonsten waren es 4,5 Meter kürzer als die Konkurrenz. Also, was heißt Konkurrenz? Unsere Mitstreiter. So, trotzdem noch Platz 3. Wir schauen mal, Alexei König, Adam Morle schafft's nicht, Sven Hannawald schafft's nicht. Ja, es schafft keiner, auch Anton Wildbach. Mal schauen, 81 Punkte, das bedeutet dreifach Führung für uns. Und das sollte eigentlich ein Sieg werden, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt gar nicht auf die Nationen geschaut, aber Peter Preutz war, glaube ich, mit Slowenien nur auf Platz 3, Österreich auf 2. So, mal gespannt. Peter Preutz, 196,2 ist ja geschenkt.
Also wir hatten ja im ersten Durchgang schon über 100 Punkte. Ich glaube nicht, dass das jetzt weniger werden wird. So, wir warten noch mal kurz, weil der Wind da jetzt dreht er leicht zur Seite. Das ist besser für uns, wenn er etwas mehr von der Seite kommt. Oh nein! Fuck! Das war das Problem wieder, dass ich aus Versehen rechts klicke. Naja, okay. Aber es reicht für die Führung. Verdammt. Naja, okay. Also ich habe ja gesagt, es ist sehr spät in der Nacht. Aber die Folge muss ja morgen rauskommen. Ansonsten, wie gesagt, habe ich nämlich nichts mehr. War etwas abgelenkt. Aber dann habe ich jetzt am Wochenende mal ein bisschen Zeit, um aufzunehmen. Und dann werde ich auch die Skisprung-Saison fertig machen. Mit natürlich Sommercup noch. Den nehmen wir auch noch mit rein. Ich würde sich jetzt ja auch anbieten. Boah, der steht aber doppelt so hoch in der Luft. Ja, jetzt kommen wir auch langsam mal so in diese Dimension, wo es echt Spaß macht zu springen. Schade, dass die Konkurrenz nicht etwas noch stärker ist. Weil wir nehmen ja mit Absicht hier ein bisschen Dampf raus in dem Spiel. Dreimal die 1913,4. Das wäre auch das gewesen, was Peter Priots gebracht hätte, wenn ich nicht quasi 5 Meter vorm Schanzentisch schon gedrückt hätte. Stefan Kraft hat gerade den Sakko von gestern gemacht. Liverpool gegen Dortmund, ein legendäres Spiel. Ich hoffe mal, ihr habt es alle gesehen, ansonsten schämt euch. Jetzt habe ich schon wieder rechts geklickt. Ja, wieder ein bisschen früh das Landemanöver eingeleitet, habe ich das Gefühl. 112 Meter, 113,6, ja, alles immer so in einem ähnlichen Bereich. Müsste aber reichen für Stefan Kraft. Dann sollte das eigentlich der Doppelsieg zumindest sein. Ich glaube, Peter Preutz wird da noch zurückfallen. Ja, da ist Janne Ahon, der vorbeigeht. Primož Petecka, Hideo Miyagi, Björn-Einer Röhmören geht auch an Stefan Kraft vorbei. Ach Quatsch, die Führung für Stefan Kraft. Was erzähle ich denn hier? Ja, wie gesagt, ist spät. Anton Wildbach schafft es auch nicht. 102,1 immerhin nochmal. Aber das reicht natürlich nicht. Damit gewinnt Norwegen. Aha. Die Norweger klammheimlich heimlich bei einer Röhmören 115,3 im zweiten Durchgang. Not bad. Aber Nuriaki war da am konstantesten. Ach stimmt, Stefan Kraft war im ersten Durchgang ja so schlecht. Stimmt. Deswegen, ich habe gerade überlegt, warum die Abstände dann so groß sind. So, Peter Breuz Fünfter, ja, obwohl ich ja falsch geklickt habe, ist inzwischen aber auch schon, ja, fast ein Viertelmillionär. Bringt ihm allerdings nichts. Er guckt immer auf sein Bankkonto und denkt sich, bitte kauf mir was. Bitte, bitte. Wenigstens die Holzskier mal weg. Ja, stimmt, wir springen immer noch die schlechtesten Skier. Müssen wir gerade mal schauen. Hier, diese Aerodynamik 20 Balance 90. Wir können uns die kaufen. Komm schon. Hier, komm, 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 komm. Drück, drück, drück. Ah, schade. Machen wir am Ende der Saison dann mal, dass wir einfach mal dominieren und uns vielleicht nochmal einen Weltcup-Sieg reinpfeifen. Aber wenn wir jetzt die perfekten Skier nehmen, dann würde ich sagen, gewinnen wir relativ easy. Also, hoffe ich. Wir sind ja, haben ja eben jetzt auch gerade gewonnen. Allerdings den Windbedingungen auch geschuldet. Und jetzt geht's zur nordischen Ski-WM nach Sapporo und ich hasse diese Schanze. Ich mag die überhaupt nicht. Severin Freund 129,5 Meter ist natürlich alles utopisch für uns. Aber es gibt schon wieder Rückenwind. Peter Briotz als Zehnter, natürlich. Wir springen doch gerne durch dieses Feuerwerk und der Rückenwind ist aber relativ konstant. Ja, man weiß nicht so richtig, wann man losfahren soll, aber ich mag diese Schanze 0,0. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, auch die letzten 10 Jahre noch nie ein Live-Springen, also ein Springen in Sapporo am Fernseher gesehen. Oh, Mensch. Ja, komm, drauf geschissen. Ich hasse diese Schanze. So ätzend. Also ich stehe auch nicht um 6 Uhr auf und schaue mir das an. Das ist es mir dann auch nicht wert. Gerade weil das eh immer nach der Vierschanzentournee auch stattfindet und da sind so viele Springen, da hat man dann einfach auch die Nase voll. Man hat ja auch Besseres zu tun, als sich den Wecker zu stellen. Also für Formel 1 stelle ich mir schon häufiger mal den Wecker, beziehungsweise aber jetzt mit Sky Go schlafe ich einfach aus und versuche dann möglichst nicht aufs Handy zu schauen, was dann relativ schwierig ist, weil man so dran gewöhnt ist.
Man muss ja auch immer die Push-Meldung ignorieren und möglichst nur die WhatsApp-Sachen nachschauen. Ja, Kasai hier beim Heimspiel natürlich gut. Also wie gesagt, das schaue ich mir dann bei Sky Go dann um 11 Uhr an und mache das quasi wie bei How I Met Your Mother, wo sie versuchen, den Super Bowl nochmal nachzuholen und versuchen, das Ergebnis nicht zu erfahren. Ja, so mache ich das dann bei der Formel 1, aber beim Skispringen ist mir das nicht wert. Also, bin zwar ein großer Skisprung-Fan, aber es hat dann auch doch durchaus seine Grenzen. Und Stefan Kraft ist 7. jetzt schon im Gesamtweltcup. Den wollen wir natürlich nicht underbeaten. Verstehst du? Underbeat unterschlagen. Krass, krasser Scheiß, ey. So spät und ich mache hier voll Poetry Slam. Hui, und nochmal ein Quali-Sprung. Komm, den lassen wir stürzen. Schade. Schade, schade, schade. Gut, Qualifikation war jetzt... Haben wir mal ein bisschen Spiss hier gemacht. So, kneif mal den Po zusammen, Stefan Kraft. Oh, er schämt sich. Aber er freut sich. Ja, ich bin im Fernsehen. Mutti. So. Ja, Quali können wir uns sparen. So spät schreiben mir tatsächlich noch Leute. Ich weiß nicht, ob man das Handy gerade hat vibrieren hören, aber ich bin auch so durch. Ich moderiere einfach alles, was ich sehe. Handy vibriert und ich sage, jo, da schreibt mir jemand. Ganz wichtig für die Aufnahme. So, aber jetzt Konzentration. Erster Durchgang, Peter Breutz. Jo. Also ich finde, das war eine deutliche Leistungssteigerung. 108 Meter, richtig gute Haltungsnoten, 97,9 Punkte. Peter Pravtsch ist back. Unser Sturzopfer von Liberec. Wirklich hat sich alles gebrochen. Stand ja auch in den Kommentaren. Also wirklich, das war das Comeback des Jahrtausends. Jo, der Rest ist jetzt nicht so richtig gut drauf. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt dauernd gewinnen. Und vor allem, wir sind hier bei der Ski-WM, das zählt also auch für den Weltcup, glaube ich, oder? Ja, doch, müsste eigentlich. Da können wir nochmal ordentlich was gut machen. Oh, der ist nicht so gut. Doch, 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 der sah nur nicht so gut vom Schanzentisch aus, aber im Flug war der wahrscheinlich sogar noch besser. 109 Meter und dreimal die 20, 100,2 Punkte. Wir pulverisieren hier die Konkurrenz. No one can reach us the water. Ja, with me is not good cherry eating. Wir könnten mal so eine komplette Folge in Denglisch machen. Ich glaube, das wäre schön. Ui, hier Martin Höllwart springt noch mitten rein. Und jetzt kommt Noriaki Kasai. Kasai. Kasai-san, Sensei. So, wie gesagt, ein Quatsch. Es tut mir leid, es ist wirklich spät. Spät, spät, spät. Georg, es ist Georg spät. Der war nicht so gut. 106,5 Haltungsnoten nicht so gut. Nur 90,7. Was hast du gemacht, Kasai? Nur wegen dem blöden Georg Spätwitz. Der jetzt irgendwie immer an der Ampel mal steht bei der Verschanzentournee, habe ich den gesehen. Der hat mir immer ein bisschen Angst gemacht, Georg Spät. Er sah mal ein bisschen aus. Ach, als hätte man ihn irgendwie zusammengesetzt. Also Babyface und dann aber ein Körper von einem Bodybuilder. Also 8 Meter groß, aber das den Kopf eines Dreijährigen. Jo. Ich glaube, anders kann ich das jetzt um diese Uhrzeit nicht mehr beschreiben. So. Noriaki Kasai. Im zweiten Durchgang muss da mehr kommen. Da habe ich ein wenig nachgelassen nach meinem wirklich guten Sprung eigentlich vorher. Ja, super. Ja, das war eine deutliche Leistungssteigerung zum ersten Durchgang. Hört einfach nicht zu, was der Mann da aus dem Off sagt. Der Onkel erzählt Scheiße. So, dreh dich um. Schäm dich, Noriaki. Seppuku, aber sofort. Seppuku. Okay, dann halt die Führung. War auch ein Topsprung, muss man sagen. Das war ein Angriff, eine Ansage nach vorne. Nee, reicht natürlich nicht für die Führung. So, jetzt aber ernsthaft. Nicht, dass ich das eben nicht auch versucht hätte. Aber es war auch ein langer Arbeitstag heute. So. P3
Peter Priots. Schaffen wir noch Platz 2? Beziehungsweise festigen wir das Podest? Etwas verdreht. Okay, wir bekommen ein Brion. 110,5, gute Noten, 100,9. Wir hatten vorher 97. Das müsste ja eigentlich reichen. Das reicht locker. Ich glaube, 188 waren die Vorgabe. Wir haben 198. Wir schauen uns mal Martin Höllwart an. Oder Andi Witthölzl. Marc Holzer passt ja auch zu Witthölzl. Stefan Horngacher, ich weiß es nicht. Wen gibt es denn noch? Martin Koch kann es natürlich auch sein. Und wo springt er hin? Dann macht doch keinen Sinn, vorzugehen. Ich halte dich fest, such dich Nord, Ost, Süd und West, um nicht irgendwas zu gehen. Oh, er macht hier Gangnam Style. Habt ihr das gesehen? Gangnam Style. Ja, das ist... Ja, das war jetzt weniger Gangnam Style, das war eher der Ganges Style. So, damit haben wir den nächsten Sieg eingetütet. Alter Schwede, was ist denn hier los? 1 Uhr nachts und ich feiere hier Orkien im Skispringen. Das ist halt ein bisschen traurig, aber naja. Jeder, wo er kann. Ich kann nur beim Skispringen, oh Gott. Ja, einfach mal komplett Schepp weggekommen. Reicht aber souverän zum Sieg für Stephen Force. 107,3, der war eigentlich richtig schlecht vom Schanzentisch. Also wir gewinnen jetzt schon mit schlechten Sprüngen. Ich glaube, wir müssen unsere Springer mal verkloppen lassen. So, Stefan Kraft wurde von angeheuerten Schlägern zusammengeschlagen und verliert 10 Punkte überall. Das wäre es doch einfach mal. So ein bisschen noch Adventure-Game mit reinbringen. Das war ein sehr souveräner Sieg. Damit Stefan Kraft vor Peter Priots. Die Punkte werden mitgenommen und wir machen jetzt ja direkt weiter in Sapporo, was übrigens meine Lieblingsschanze ist. War schon immer so. Ich stelle mir auch immer den Wecker, weil ich diese Schanze so liebe und dieses Springen auch so mag, wo die Top-Elite eh nicht mehr hinfliegt. Wo ich mir immer denke, ich finde Japan so geil, ich würde da 100 pro mitmachen. So, wir werden immer reicher und die Schere geht weiter auseinander in der Gesellschaft. Und die Skispringer behalten ihr Geld einfach auf der Bank. Tja. Wahrscheinlich eh alles über die Panama Papers. Haben alle eine Briefkastenfirma hier, die Jungs. Zusammen mit Nico Rosberg. So, 7000 Oschen kriegen wir nochmal. Und dann geht's natürlich hier. Aber hallo, natürlich, nehmen wir alles mit. Ich drücke immer okay. Ich bin der Messi. Ich unterschreibe alles, was mir der Papa hinlegt. Das finde ich immer so herrlich. Also, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt, nur mal rein hypothetisch, wenn ich jetzt Profifußballer wäre und mein Vater würde mir etwas hinlegen, gut, ich würde meinem Vater wahrscheinlich auch vertrauen. Aber es ist schon immer so ein bisschen schräg, wenn man so komplett alles aus der Hand gibt. Also wenn es einem wirklich komplett egal ist, was man dort unterschreibt, wie der Beckenbauer ja für die WM 2006 hat auch gesagt, er hat blind unterschrieben. Und da hat irgendwie wohl auch schon, anscheinend hat ihm jemand gesagt, ja, wenn du blind unterschreibst, dann bist du nicht haftbar. Dann ist alles gut. Mach die Augen zu und dann ist rechts freier Raum. So, Quali haben wir ausgelassen, deswegen jetzt volle Konzentration. Uiuiuiui, aber schwerer Seitenwind heute. Das sollte uns eigentlich helfen. 94,2 Punkte, glaube ich nicht, dass da einer rankommt. Ich glaube, dass das ein super Sprung war. Haltungsnoten waren auch tipptopp. Auch die Musik freut sich. So, dann machen wir das nämlich jetzt mal wie früher immer, da wir jetzt ja souverän vorne liegen und da der Helikopter jetzt gerade abstürzt. Schafft das noch? Boah, das sind ja wie die russischen Flieger, die über die irgendwo vor russischer Seegrenze über amerikanische Kreuzer dort geflogen sind. Na, da sind wir ja selber nochmal viel weiter gesprungen. 109,5, 98,6. Respekt, Sogi. Jo, auch verhaltener Jubel natürlich bei Noriaki Kasai, so ist er halt. Oh, jojojojo. Ach, schade, wir werden genau gegen den Helikopter gekracht. Bisschen Action hier reinbringen, nachdem wir hier so dominieren. Also, wenn wir jetzt alle drei Springen in dieser Folge gewinnen, dann müssen wir bei den Jungs hier echt die Knochen brechen.
Aber noch mal weiter. Es gibt's doch gar nicht. Ist entweder ist doch nicht wohl Entwicklung bei mir zu sehen. In meinem Alter ist da noch Luft nach oben. Ist ja unglaublich. Und ich dachte, ab jetzt geht's bergab. Ich bin ein bisschen gerührt. Aber nur ein bisschen. Und wie es sagt jetzt einer, geschüttelt oder sowas. Ihr habt alle an geschüttelt gedacht. Gibt's doch zu. Wenn man gerührt seid, denkt man sofort auch an geschüttelt. So, was machen die Besten? Nicht viel. Also Dreifachführung. Ja. Nehmen wir mal so hin. Und die kommen auf 197,6. Das ist für uns locker zu schlagen. Ja. Der Steven Force hat's drauf. Ja, ein Flugverkehr hier beim Skispringen ist unglaublich. Boah, das ist ein Seitenwind. Boah, hahaha, in allerletzter Sekunde gelandet. 114 Meter, 107,7 reicht locker für die Führung. Incredible. Damit haben wir das dritte Springen gewonnen in dieser Folge. Jetzt will ich aber den Dreifachsieg haben. Oh, ja, so locker war es gar nicht. Also 4,3 Punkte. So, Noriaki. Der Sprung eben war auch nicht perfekt. Von daher nehmen wir jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Vorsprung mit. Und ich habe gerade wieder rechts geklickt. Oh, oh, oh. Da war aber jetzt richtig Rückenwind. Alter Verwalter. Das könnte jetzt nochmal eng werden. Nur 110 Meter. 99,5. Boah, das wird ein ganz enges Höschen. Uiuiui. Oh, 0,5 Punkte. Yes. Aber das war jetzt wirklich ganz schwierig zu springen. Ganz, 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 ganz schwierig. So, Peter Briotz. Nordische Ski-WM. Ja, saubere Landung eigentlich. Richtung blaue Linie wieder geflogen. Im zweiten Durchgang waren die Bedingungen nicht mehr so gut. 108,7. Sieg für Peter Briotz. Und jetzt schauen wir vor allem mal, wer hat denn überhaupt die nordische Ski-WM gewonnen? Das wäre jetzt ja noch interessant rauszufinden. Stefan Kraft lag gut. Peter Briotz gewinnt heute aber mit deutlichem Vorsprung. 13 Punkte, das schauen wir mal. Und damit ist er auch Ski-Weltmeister. Allerdings kein Dreifachsieg für uns. Da haben uns noch 1,3 Punkte bei Noriaki gefehlt. Also, nordischer Ski-Weltmeister ist Peter Briotz vor Stefan Kraft und Martin Höllwart. Noriaki Kasai auf Platz 4. Wir jubeln. Punkte für den Weltcup gibt's keine. Und wisst ihr was? Komm, ruf hier Schissen. Jetzt, wo wir dreimal gewonnen haben und es eh... laute Musik! Wo es eh, Entschuldigung, wo es eh sehr spät ist und wir jetzt aber Rich Biatch sind hier. Da kommen, hauen wir noch eins raus. Jetzt geht's nach Lahti. Da lachst du wieder nieder. Das ist eine Schanze, die mag ich genauso gern wie Sapporo. Da ist auch Pat Danson sehr erfreut, unser Trainer. Aber komm, ich spiele jetzt so lange, bis ich ein Springen nicht gewinne. So, jetzt habe ich es gesagt. Wenn ich ein Springen nicht gewinne, höre ich auf. Oh je, das wird die längste Folge ever. Nee, also abgemacht. Wenn ich jetzt, ich gebe mein Bestes. Wenn ich irgendwann mal nicht gewinne, höre ich auf. So, lach die Nation Cup. Ach, es gibt nur zwei Springen beim Nation Cup. Ist ja angenehm. Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Oh, es gibt Aufwind. Das dürfte doch bedeuten, dass ich früh ins Bett darf. Probedurchgang lasse ich mal weg, beziehungsweise ich nehme nur mal einen. Ja, bei Aufwindbedingungen sind wir ja nicht so gut. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, dass ich gleich absichtlich verliere. Ich habe jetzt gerade richtig Bock, 12 Springen am Stück zu machen. So viel dazu. 109 Meter war eigentlich ein richtig guter Sprung. 94,9 Punkte. War ein bisschen wie ein Zeitlupe, weil in Sapporo hatten wir Rückenwind. Da hat man eh nicht so eine hohe Flugkurve. Und jetzt mit dem Aufwind... höhere Flugkurve ist das wieder was ganz anderes. Muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Reicht für die Führung, ganz klar. Natürlich. So, jetzt aber. 106,6 Punkte. Das muss erstmal geschlagen sein, aber das können wir machen. Eben 94 Punkte. Da haben wir circa
Ja, 12 Punkte verloren. Haltungsnotentechnisch, da wäre das schon möglich gewesen. Huch, was ist mit der Landung passiert? 118,5, dreimal die 17 leider nur. Wenn wir da jetzt noch eine vernünftige Landung hinlegen, dann kann das aber noch richtig weit gehen. Sind unsere Springer so viel besser geworden? Habe ich irgendwas verpasst? Boah, deutliche Führung mit der Landung. Da haben wir schon wieder, ja, also 9 Punkte insgesamt verschenkt in dem Sinne. Der war kürzer, aber die Landung war besser. Aber der war deutlich kürzer. 114,5. Haltungsnoten sind jetzt auch nicht unbedingt der Traum. 113,8. Okay. Also, wie gesagt, ich mache das nicht mit Absicht. Ich will hier gewinnen. So ist das nicht. Doppelführung. Stefan Kraft kommt jetzt. Und da geht es doch sehr weit auseinander bislang. Aber die Besten kommen noch. Und jetzt kommt Stefan Kraft. 120 Punkte sind drin, würde ich sagen, wenn wir jetzt einen richtig perfekten Sprung machen. Oh nein, nicht ruckeln. Boah, nee, da hat's geruckelt. Da war gerade die Framerate, aber sowas von unten. Da war das noch das Optimum. Oh, wie ärgerlich. 106,9 nur. Wie ärgerlich. Okay, das wird wirklich schwer. Ich glaube, wir machen nach der Folge Schluss. Hat jetzt richtig Herausforderung für mich gedacht. Mal schauen, da Adam Malisch 113,1. Ne, Anton Wildbach war bei 88,2. Okay, wir führen trotzdem nach dem ersten Durchgang und das mit der Landung. Okay, 222,7 ist natürlich jetzt eine Herausforderung, aber auch nicht die allergrößte, muss man dazu sagen. Ich glaube, der erste Sprung war am besten mit Peter Breutz. Okay, ich warte mal kurz. Der Wind müsste jetzt eigentlich gerade zum Aufwind rüber drehen. Okay. Yes. Das müsste eigentlich der Sieg sein. 122 Meter, das 29,8 Punkte. Das nimmt uns doch keiner. Sehr gut. 245,3 Punkte, deutliche Führung. 23 Punkte auf Noriaki. Komm, nicht nur auf den Helm klopfen. Jetzt will ich alle Springen gewinnen hinten raus. Gewinnen auch noch den Gesamtweltcup. Drei Springen, wahrscheinlich 600 Punkte Rückstand. Oh, das war zu früh. Da ist Seitenwind, da schlagen die Skier hin und her. Ja, da war nicht mehr drin, das hat man gesehen. Da haben wir den Scheibenwischer-Effekt gehabt, aber gute Haltungsnoten, 117,7. Auf jeden Fall eine gute Platzierung für die Japaner sollte das bringen. Und ich glaube nicht, dass Peter Briotz vorne noch verdrängt wird von der Spitze. Erstmal Doppelführung, jetzt kommt Roal Jockelsoy und Stefan Kraft. Der ja eben richtig verkackt hat. Ach, schon wieder so. Boah. Also der Wind ist sehr böig, deswegen ist das nicht so einfach zu springen, aber wir haben da richtig gut was rausgeholt und Peter Breutz war ein absoluter Weltklasse-Sprung. 130 Punkte haben wir da geholt. Gute Haltungsnoten, er hat aber auch, glaube ich, die besten Bedingungen. Da war es am ruhigsten zu springen und da habe ich schon wieder ein Framerate-Problem gerade. Uff, don't do it. Scheiß Fraps. Wir mit OBS aufnehmen, jetzt hat es aber gerade einen richtigen Hänger. Ich habe eigentlich gerade alle Folgen bearbeitet, daran kann es nicht liegen. Ui, Adam Malisch springt auf 2. Da Primož Peterka auf 3. Und mal schauen, Anton Wildbach hat es aber nicht mehr geschafft. 115,6, damit haben wir auch hier wieder gewonnen. Österreich gewinnt vor Slowenien und Norwegen. Japan nur Vierter, aber da ist einfach auch die Unterstützung schlecht. Wir schauen es uns an. Österreich gewinnt vor Norwegen und Slowenien. Finnland Vierter und Japan nur auf 5. Enttäuschung natürlich für Noriaki Kasai.
Aber wir haben das vierte Springen in Folge gewonnen. Nationencup natürlich wieder stellvertretend. Keiner von unseren Jungs dabei. Haben wir aber gerade vorgelesen. Jo, vierter Sieg in Folge. Läuft. Wie gesagt, verändert haben wir nichts. Laute Musik. Von daher weiß ich nicht, warum wir auf einmal so gut sind oder warum die Konkurrenz auf einmal so schlecht ist. Ich glaube nicht, dass ich auf einmal, dass ich viel besser springe. Ich weiß nicht, wie lange die Folge ist. Wir machen die Folge jetzt so lang, bis ich mal nicht gewinne. Jetzt geht's zur nordischen Tournee nach Lahti. Der Jos. Jos, der Boss, Verstappen. Ist sie da und hier? Ich bestätige, wie gesagt, einfach alles. Ich mache das Beckenbauer-Style. So, jetzt geht's auch noch zur nordischen Tournee. Springen 1 von 4. Es gibt einfach zu viele Tournees. Tourneen. Touren. Weißt du schon. Turnhallen. So, leichter Seitenwind, aber nicht der Rede wert. Quali lassen wir weg, damit wir auch nicht allzu viele Sprünge dann haben. Ich muss die Folge hier auch noch hochladen können. Geht jetzt wahrscheinlich eh 8 Stunden und kommt dann wahrscheinlich frühestens heute Abend. So, erster Durchgang, Stefan Kraft. Eben haben wir in Lahti relativ souverän gewonnen. Och, schon wieder so böig. Nicht einfach. 110,5. Ich glaube, auch der war gut. Die Haltungsnoten nicht perfekt. Ich behaupte trotzdem, dass dieser Sprung viel wert ist. Tja, jetzt habe ich kurz in meinem Kopf gekramt, ob ich noch einen... Ja, der ist viel wert. Der ist Gold wert oder oh, ein Schatz oder sowas. Ob ich noch einen Gag bringe, habe ich mir gedacht, nee, lass mal weg. Ist nicht witzig. So, Noriaki. Noriaki lacht sowieso nur selten. Nein, eigentlich lacht er, für einen Japaner lacht er sehr viel. Das ist, glaube ich, auch nur ein Klischee. Oh, der war zu früh. That's what she said. So, 111. 110 Punkte. Sauber. Wie gesagt, ich glaube, dass die Sprünge gut sind. Wir ziehen das jetzt hier schnell, schnell durch. Wie gesagt, wir haben ja die Wette laufen, wenn ich nicht gewinne, darf ich ins Bettchen. Das ist so, wie wenn man 50 Euro für eine 5 bekommt in der Schule und für eine 1 gar nichts. Bestrafung mit Geld. Oh, der sieht gut aus. Ja, also ich weiß auch nicht, warum es so gut läuft. Wahrscheinlich geistige Umnachtung. Dann läuft es einfach. 108,9. Es ist noch nicht mal die Führung. Die Haltungsnoten sind ein bisschen schlechter. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Konkurrenz macht. Er freut sich auf jeden Fall. Hinten auch ein schönes Gewächshaus noch eingebaut in Lahti. Da wird jede Fläche genutzt, um Grünzeug zu züchten. Ui, Sven Hannawald. 0,3 Punkte. Wir haben ein Match. Wir haben tatsächlich ein Match. Stefan Kraft auf 5. Aber alles eng zusammen. 3 Punkte. So, komm schon. Ich reibe mir die Hände, jetzt die Konkurrenz schlagen. 216 Punkte. Sollte eigentlich nicht das ganz große Ding sein, wenn wir 110 im ersten schon geschafft haben. Allerdings nicht mit Stefan Kraft. So, komm schon. Einen richtig guten Sprung. Und dann die Konkurrenz zittern lassen. Das war ein richtig guter Sprung. 116 Meter. Gute Haltungsnoten, 119 Punkte. Das sollte die Konkurrenz durchaus zittern lassen. Da kann es vielleicht sogar noch ganz, ganz, ganz nach vorne gehen. Sven Hannawald schauen wir uns natürlich gleich an. Daran hängt ja dann auch unsere Serie. Uiuiuiui, Adam Morlisch, 230 Punkte. Das gilt es jetzt überhaupt erstmal zu schlagen. Das gilt es jetzt tatsächlich überhaupt erstmal zu schlagen. Da müssen wir jetzt einen perfekten Sprung hinlegen. Deswegen halte ich jetzt mal die Klappe und drücke einfach mal rechts. Nein, Quatsch. So, okay, Konzentration. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das reicht nicht. 115,5, 116,6 Punkte. Das, glaube ich, reicht nicht. War jetzt in einem ähnlichen Bereich wie Stefan Kraft. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das reicht... Nee, es reicht auf keinen Fall. Ja. Sogar hinter Stefan Kraft. So, Noriaki Kasai, unsere letzte Hoffnung. Und wir müssen ja noch Sven Hannawald schlagen.
Also Adam Malisch hat da richtig einen rausgehauen im zweiten Durchgang. Komm schon. Nicht jetzt ruckeln. Nein! Nein! Noch relativ gute Noten dafür. Das 19. Nein! Ein Punkt hinter Adam Malisch, schade. Aber Sven Hannawald hat eh noch einen draufgesetzt. Gut, hatten wir eh keine Chance. Aber dann darf ich jetzt ins Bettchen. So, Stefan Kraft auf 7, Kasai auf 8, Breots auf 9. Natürlich trotzdem gutes Ergebnis für uns. Neue Tournee sind wir natürlich genauso platziert. Also gegen Sven Hannawald hätten wir eh keine Chance gehabt. Aber schade, wenn ich da die Landung immerhin noch gesetzt hätte. Dann wären wir Zweiter geworden. So, dann waren es jetzt 5 Springen in dieser Folge. Ich denke mal, da kann man nicht meckern. So kann man seinen Samstagmittag mal verbringen. Oder Samstagabend. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, um das zu bearbeiten und hochzuladen und bla und Schwall. So, ich gehe pennen und dann sehen wir uns einfach wieder in Kuopio wieder. Dann spielen wir im Koop-Modus in Kuopio. Wünsche euch einen schönen Samstag. Bis dann.